Schotten. Familie Pindelohrschwein in voller Truppenstärke. Die rostbraun gefärbten Schweine mit dem weißen Allstrich auf dem Rücken stammen ursprünglich aus Westafrika. Doch anscheinend fühlen sie sich auch im Tierpark Hagenbeck wohl. Sie sind der Stolz von Tierpfleger Toni Korschau. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal zweimal Nachwuchs. Einmal zwei in April und einmal vier jetzt für wenige Tage. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, weil in der ganzen Hagenbeck-Geschichte gab es noch nie Nachwuchs bei den Pindelohrschweinen. Letztes Jahr war das erste Mal. Leider ist das Jungtier gestorben. Und dieses Jahr haben wir jetzt statt ein, wir haben sechs und das ist einfach Wahnsinn. Einige müssen wir bald hochstapeln, wir wissen nicht, wohin damit. Aber das ist eine schöne Problematik, was wir sonst nicht haben. Quicklebendig toben die vier Babys durch das Gehege und mischen ihre beiden älteren Geschwister auf, die in den vergangenen Wochen ihre wildschweintypische Frischlingsfärbung bereits verloren haben. Von den Elterntieren lassen sich die Halbstarken jetzt nur noch durch die kleineren Pinsel an den Ohren unterscheiden, denen diese Art ihren Namen verdankt. Noch trinken die Frischlinge ausschließlich Milch, entwickeln sich aber schon bald zu Allesfressern und vertilgen Wurzeln, Früchte, Insekten, kleine Wirbeltiere und Aas. Es gibt eigentlich nur eine Maßnahme, was wir treffen müssen. Das ist das Teig ablassen, weil die Kleinen sind so klein. Wenn die reinfahren, würde trinken die logischerweise. Am Anfang ist gar kein Wasser im Teig. Mit wenigen Tagen fangen wir an, ein paar Zentimeter. Und irgendwann, wenn wir das Teig ganz voll machen, weil die sind in der Lage zu schwimmen. Aber keiner von uns wird dieses Risiko eingehen am Tag 1, sondern wir warten es mal eine Weile ab. Und wenn die das Gefühl haben, dass sie wirklich stabil sind, grobste hinter sich, dann machen wir Wasser rein, dann können die erst Tauchunterricht meinetwegen machen, aber nicht am ersten Tag, sondern es dauert schon eine Weile. Pinselohrschweine leben in großen Gruppen harmonisch zusammen und ziehen auch ihre Kinder gemeinsam auf, die nach etwa 4 Monaten entwöhnt werden und mit 2 bis 3 Jahren selbst geschlechtsreif sind. Ausgewachsen erreicht ein Keiler eine Kopfrumpflänge von bis zu 150 cm und bringt dann bis zu 100 Kilo auf die Waage. Der Männchen hat diesen ganz anderen Kopf, er ist auch bulliger. Eigentlich musste noch 10 Kilo schwerer sein als der Weibchen. Dann wird man deutlich sehen, bei uns ist das nicht ganz so extrem ausgeprägt. Aber die Weibchen haben nicht solche Kanten im Gesicht. Der Männchen, im Moment unser Männchen kriegt sogar eine Art Fellwechsel. Der hat seine schwarz-weiße Maske verloren und kriegt eher Mittelmaße. Seit aber zum Herbst wird diese Maske deutlich ausgeprägter. Und dann sieht man ihn vom Weiden schon. Da muss man nicht gucken, wie groß er ist, sondern sieht man an der Maske. Das ist der Männchen, die Eber, der Keiler, wie auch immer. Eigentlich sind Pinselohrschweine nachtaktiv und schlafen tagsüber gern in selbstgegrabenen Mulden. Aber ihre Antennen bleiben trotzdem auf Empfang geschaltet. Im Bedrohungsfall können sie sehr schnell laufen.